Andrea Batti, um diese Frau geht es jetzt, beziehungsweise um ihre Plus-Size-Boutique in Hall in Tirol. Vor 10 Jahren hat sie sie gegründet und zum Jubiläum hat die deutsche Star-Designerin Anja Gockel ihre neue Sommerkollektion vorgestellt und damit wieder einmal bewiesen, dass Schönsein nichts mit Schlanksein zu tun hat. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, and we could be together, baby, as long as skies are blue. When I met you in the summer. An dieser Mode hängt ihr Herzblut. Seit 10 Jahren verkauft Andrea Batti Mode für Frauen mit Kurven. Wir sagen immer, unsere Philosophie ist 10 Jahre und 10 Kilo möchten wir gern wegmogeln bei der Dame. Und ich glaube, das haben wir geschafft, wie wir heute Abend sehen werden. Und das ist einfach mein Geschenk an meine Kunden, an meine treuen Kunden, die mich da hingebracht haben, wo ich jetzt einfach stehen kann. Mit Star-Designerin Anja Gockel hat Andrea Batti für das Jubiläum eine perfekte Schirmherrin gefunden. Anja Gockel setzt sich seit Jahren gegen den Schlankheitswahn in der Mode ein. Ich glaube, ich bin Modedesigner geworden, weil ich hatte mal ein einschlägiges Erlebnis in Mailand. Meine Mutter wollte mir zu meinem 18. Geburtstag ein richtiges Designer-Outfit in Mailand schenken. Was ist passiert? Wir sind durch ganz Mailand gelaufen und ich habe in kein Outfit reingepasst. Und ich meine, ich bin nicht so fett hier, aber in Mailand war nichts zu haben. Deshalb dachte ich mir, ich muss Modedesigner werden, um diese armen Frauen davor zu schützen, dass sie nichts finden. Für die Präsentation von Anja Gockels neuer Sommerkollektion wurde den ganzen Nachmittag geprobt. Die Kreationen einer bekannten Designerin zu tragen, ist auch für die erfahrenen Plus-Size-Models etwas Besonderes. Für uns wirklich großes Kino, weil wir haben tatsächlich selten die Möglichkeit, wirklich erstklassige Designermode zu präsentieren, wie jetzt Anja Gockel oder auch Doris Streich. Das sind einfach Labels. Wir als große Größenmodels oder Plus-Size-Models werden wir oft assoziiert mit mollig gleich alt. Und es stimmt einfach nicht. Ich bin 44, ich fühle mich nicht alt und möchte auch modische, tolle, anspruchsvolle, qualitativ hochwertige Mode. Und das ist für uns halt echt eine richtige tolle Sache. Tolle Farben, tolle Schnitte. Man ist ja als große Größe meistens gewöhnt, gedeckte Farben, schwarz, weiß, grau, dunkelblau, viel. Und das Tolle ist, dass die Farben sehr kräftig sind und sehr, sehr fröhlich, viel Power. Sehr schön. Also für große Größen, und wir sind ja Frauen mit etwas mehr, muss ich ehrlich sagen, ich habe gerade zu der Dame gesagt, der das Geschäft gehört, dass man in München suchen muss, dass man so eine Auswahl hat. Sensationell. Diese Begeisterung spürt auch das Publikum. Gefeiert wird das Jubiläum danach natürlich in der Boutique Andrea. Neben Sekt gibt's hier auch schon die neue Kollektion. Man hat sich identifizieren können. Ich gehe eigentlich schon lange keine Moden schauen mehr, weil es nutzt mir nichts, wenn 34er und 36er Models umstolzieren. Das kann ich sowieso nicht tragen. Und deswegen hat es mir heute sogar gefallen. Wenn man bestimmte Größe hat, dann ist es wirklich fein, wenn man was hat, wo man ein bisschen was kaschieren kann und was nachher passt. Gell? Nein, also wirklich, das braucht es. Man sieht einfach, dass man jetzt nicht unbedingt Größe 34 oder so haben muss, dass man toll ausschaut oder tolle Mode findet. Und das hat mir schon gut gefallen. Für Andrea Batti ist das Jubiläumsfest nur ein Bonus. Die größte Freude machen ihr die Kundinnen. Das ist dann wirklich schön, weil man, ich habe viele Frauen, wenn ich so jetzt sehe, und die vorher sehr graue Maus waren und jetzt durch mich einfach auch mutiger geworden sind. Oder man zeigt es dann auch selber, weil ich selber dann sage, schaut, ich zeige auch meine Riedeln oder mein Mugeln, oder man muss eine gute Unterwäsche tragen und verpackt es einfach gut. Also ich glaube, wenn man selber das lebt und das trägt, ist genau wie ein Koch, der sollte auch essen, was er verkauft. Und dann passt schon, dann ist die Ehrlichkeit auch dabei.
Mut zur Farbe und zum eigenen Körper. Das gibt Andrea Batti ihren Kundinnen mit auf den Weg.